Agnes, ich möchte auch mal sein bei dieser Anbubin unter der Lupe. Chuck, ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Ich lese außerdem gerade ein Buch, siehst du das nicht? Warum denn nicht jetzt? Wie? Jetzt sofort? Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handpuppen unter der Lupe. Bonjour! Wer mich schon seit längerem verfolgt hier bei YouTube oder bei Facebook, der hat den Jack hier, diesen Pelikan, schon mal gesehen. Mir ist aufgefallen, dass ich den noch gar nicht irgendwie unter die Lupe genommen hatte und das möchte ich hiermit nachholen. Jack heißt da nicht in Wirklichkeit, so habe ich ihn getauft und guck mich nicht so an, bitte, das lenkt mich jetzt ab. Er heißt einfach eigentlich nur Pelikan. Ja, armer Tropf, du. Also er hat keinen Namen, er ist von der Firma Living Puppets. Beziehungsweise Mattes Spielprodukte. Und die Besonderheit an diesem Vogel ist, dass er neben dem ultraschrägen Blick auch noch ein bespielbares Klappmaul hat. Mach mal bitte den Schnabel auf. Jack, bitte. Und in diesem Schnabel, da kann man auch, aua, kann man auch reingreifen. Lass das Maul, den Schnabel offen, das Maul. Und da kann man auch wunderbar drin Sachen verstecken. Also, wenn ihr irgendwie mit kleinen Kindern zusammenarbeitet, dann könnt ihr den Pelikan dafür gut einsetzen. Das ist für die totaler Spaß, einfach da Sachen in den Schnabel reinzumachen und in diesen Beutel, den er unter seinem Schnabel trägt. In diesen Kehlsack heißt das, glaube ich. Und dann mag er auch gern damit dann vielleicht so ein bisschen rumrascheln. Alternativ kann man auch ein Stück Fisch nehmen, wenn man einen zur Hand hat. Und wenn er nicht zu alt ist. Was ist noch über Jack zu sagen? Ja, wie er dann genau im Detail aussieht, noch die körperlichen Merkmale von ihm, das zeige ich euch nochmal jetzt gleich in einer Nahaufnahme. Der Schnabel ist zusätzlich noch innen verstärkt hier, dass der auch in Form bleibt. Und hier unten drunter ist das auch nochmal der Fall, dass der Schnabel auch wirklich gut schließt. Leider passt es nicht ganz. Der obere Teil des Schnabels, der steht ein bisschen über. Somit schließt er nicht hundertprozentig. Hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Vielleicht liegt es auch einfach nur an dem Pelikan, den ich jetzt hier habe. Er harrt übrigens immer noch ein bisschen nach fast einem Jahr, den ich jetzt habe, aber das ist normal bei dieser Art von Puppenhaar. Der Eingang befindet sich hinten am Kopf und wenn ihr da reingreift, habt ihr, beziehungsweise ich habe dann, ja, ich habe gut Platz darin. Allerdings spüre ich schon hier den Stoff an Seiten und ich merke, dass die Hände nicht hätten größer sein dürfen. Innen drin spürt ihr dann auch noch mal ein bisschen diese Versteifung von dem ganzen Schnabel. Und das ist schon das Einzige, was an diesem Pelikan bespielbar ist. Die Flügel selber, die sind anfangs noch mit einem Band festgemacht. Hier unten seht ihr es noch. Da ist auch noch mal ein kleiner Faden. Den kann man auch noch auflösen. Dann würde sich der ganze Flügel auch zum Fliegen bewegen können. Ich habe das Ganze noch dran gelassen, weil ich meinen Pelikan so habe, dass der nicht fliegen kann. Aber nur sei hier gesagt, ihr habt die Option, das dort aufzumachen. Ich meine, ich hätte sogar am Anfang noch einen Faden gehabt, der hier unten weiter gesessen hat, womit der Flügel dann auch nochmal ganz quasi an dem Körper anlag. Ich bin mir aber nicht mehr sicher.
Wenn wir von unten gucken, dann ist hier kein Eingang. Hier ist nichts, wo ihr nochmal die Puppe zusätzlich halten könntet. Noch nicht mal hier hinten an der Rückseite. Aber ich hatte es schon erwähnt, oder ich habe es noch nicht erwähnt. Wenn ihr die Puppe bespielen wollt, nehmt einfach eure rechte Hand und haltet die unten drunter. Dann sieht das nämlich dann so aus, als ob der Pelikan stehen würde. Was ist noch zu sagen zu dem Pelikan? Das war es eigentlich schon soweit im Detail. Und damit kommen wir zum Abschluss. Das war es auch schon wieder von Handpuppen unter der Lupe für heute. Noch zur Qualität. Der Pelikan ist sauber verarbeitet. Sind keine Nähte irgendwie, die schlampig genäht sind. Bis auf hier oben eine Stelle, die ich gefunden habe, wo eine Naht quasi nochmal geführt wurde. Ansonsten ist halt wirklich dieses mit dem Schnabel, was etwas irritiert. Ansonsten, ja. Preislich liegt der Pelikan bei 50 Euro und größentechnisch liegt er bei 58 cm ungefähr, wenn ihr ihn hinstellt. Also wenn er auf seinen eigenen Füßen stehen würde. Das heißt, die Hand drunter machen. Wie gesagt, ein netter Spielgefährte für die U3-Gruppe. Ich kann es nur empfehlen. Ist eine lustige Sache. Wir sehen uns das nächste Mal hoffentlich hier wieder bei YouTube oder bei Facebook. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch und insbesondere Jack und all seine Freunde bei mir hier. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.